Ich glaube, wir leben in teilweise widersprüchlichen Zeiten. Alle wissen, dass es nicht so weitergeht, wie es früher auch nicht war. Aber man weiß nicht ganz so genau, wie es eigentlich in Zukunft aussehen wird. Nimmt uns jetzt der Roboter wirklich die Arbeit weg? Wie ist es mit dieser Klimakrise? Eigentlich wissen wir doch, was wir tun müssen. Aber trotzdem machen die Regierenden nichts. Eigentlich sind Frauen gleichberechtigt zu Männern, aber wir Frauen verdienen immer noch weniger als Männer für die gleichwertige Arbeit. Und das sind so verschiedene Dinge und Informationen in einer komplexen, immer schnell werdenden Zeit. Und dann gibt es halt verschiedene Antworten darauf. Dann gibt es die einen, die sagen, ja, zurück zum Nationalismus, wir ziehen die Mauern hoch, wir bleiben bei uns. Und dann gibt es die anderen, auf dessen Seite stehe ich, die sagen, Moment mal, wenn wir in einer globalisierten, digitalen, eng vernetzten Welt auch nur irgendwas hinbekommen wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Dann müssen wir die Werte, die Europa ausmachen, nämlich Freiheit, Vielfalt, Demokratie nach vorne stellen, eine eigene Erzählung entwickeln, warum Europa die Zukunft ist und vor allem müssen wir auch unser Europa weiterentwickeln. Und deswegen wünsche ich mir, dass bei dieser Europawahl die demokratischen Kräfte einen großen Sieg davon tragen, dass die Pro-Europäerinnen und Pro-Europäer zeigen, wie es geht, nämlich dass man, wenn man Mut gibt, anstatt Angst zu machen, die Welt verändern kann. Und wenn man verantwortungsvolle Politikerinnen und Politiker hat, die anhand von Fakten entscheiden und nicht nur auf reine Emotionen und Fake News setzen, dass dann was ganz Großes passieren kann. Und ich glaube, dass das unser gemeinsames Ziel sein muss. Wir müssen die Rahmenbedingungen so stellen, mit der Zivilgesellschaft, mit den ganzen Stakeholdern in unserer Gesellschaft, dass wir auch noch in Zukunft ein gutes Morgen hier auf unserem Kontinent, auf unserem Planeten haben. Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen mit eingerechnet. Und dann wird's richtig gut.